Ah, möchtest du den? Simon. Ich bin Simon, der Neffe von Baron Reinhold. Mein Vater ist Gordons jüngerer Bruder. Oder zumindest war er es, bevor man den Löffel abgegeben hat, wie man so charmant sagt. Ja. Nun, und Sie wären dann also der berühmte Professor Layton. Ich habe mir mehr erwartet. Ja, wie dem auch sei, ich würde Ihnen gerne das folgende Rätsel stellen. Für ein Gentleman Ihres Formats sollte es gewiss kein größeres Problem darstellen. Wenn Sie so brillant sind, wie man allgemein behauptet, ist es nichts weiter als eine kleine Spielerei. Kreis und Rechteck. Oh Gott. Ja. Im Kreisdiagramm. Im Diagramm unten siehst du ein Viertel eines Kreises. In dem Kreisviertel befinden sich ein Rechteck ABCD, das in dem Punkt D, das an Punkt D den Kreisbogen berührt. Mhm. Angenommen, dass Punkt B die Kreismitte darstellt, wie lang ist die Diagonale AC? Was, das was die Kreismitte darstellt? Das. B. Nee, diese Diagonale, ach so, ja, ist ja easy. Wie lang ist dann die Diagonale? Genauso wie die Diagonale BD. Richtig, und die ist wiederum? 10 cm. Weil? Weil das der Kreisumfang ist, der Radius entspricht. Richtig, genau. Also, im Grunde ist das gerade Mathe. Ja, ich weiß, dass wir in diesem Rätsel... Nee. Wir doch nicht. Nee, wir nicht, aber wir haben an einem ähnlichen sehr lange gesessen. Wir haben an einem Würfelrätsel. Mit sowas geometrischem. Und ah, du meinst in Schatulle der Pandora doch nicht etwa? Weiß ich nicht. Irgendwo waren wir dieser, an so einem Geometrie-Rätsel dieser komische Kreisbogen Platz, den man einteilen musste. Ich glaube, das wo man war's. Die Fläche, das Volumen irgendwie ausrechnen. Ja, man musste was ausrechnen, genau. Ja, das Ding, dabei war es gar nicht so schwer am Ende. Ich weiß das noch. Das hatte ich irgendwann dann ein paar Jahre später mal wieder gemacht. Und ich habe wieder nicht gewusst, wie ich das tun soll. Verzeihen Sie meine Skepsis von vorhin. Sie scheinen in der Tat ein rechter Rätselkenner zu sein. In der Tat? Hielt ich weniger auf mich selbst, wäre ich ja fast eifersüchtig. Naja, Sie sollten besser auf das hören, was Talia Ihnen sagt. Sie kann schrecklich ungehalten werden. Ja. Frau Baronin, was kann ich für Sie tun? Was ist denn passiert? Meine kleine Claudia ist erschrocken und davongerannt. Haben Sie sie nicht weglaufen sehen? Das muss mir entgangen sein. Es tut mir sehr leid, Frau Baronin. Sie sind einfach nutzlos. Oh, Professor, haben Sie gesehen, in welche Richtung mein Baby lief? Ihr Baby, Frau Baronin? Wenn Sie die weiße Katze meinen, sie lief soeben zur Tür dort hinaus. Was? Und Sie haben sie einfach so entkommen lassen? Nun, sie ist eben eine Katze. Tiere müssen nun mal von Zeit zu Zeit herumstreunen und... Sie ist nicht einfach eine Katze. Sie hat den Namen und sie hat einen Namen. Und der lautet Claudia Reinhold. Sie ist eine zarte Blume und sie ist ganz verloren, wenn ich nicht in ihrer Nähe bin. Matthäe! Sie müssen Claudia finden und unverzüglich zurückbringen. Wegen der Angelegenheit mit Ihrem Erbe, Frau Baronin. Das kann warten. Sehen Sie nicht, dass wir im Moment weitaus dringendere Probleme haben. Sie hätten sie aufhalten können und Sie haben es nicht getan. Also ist es Ihre Pflicht, sie wiederzufinden. Hm. Sie schicken den Professor los, um eine dumme Katze zu finden. Für wen halten Sie sich denn? Haha! Ach, das macht nichts, Luke. Die Baronin hat ja recht. Wir haben Claudia wirklich nicht aufgehalten. Wenn Sie uns entschuldigen würden, Frau Baronin, wir gehen auf Katzenfang und wir werden sie töten. Vielen Dank und beeilen Sie sich bitte. Meine Claudia ist so eine zarte Blume, allein die raue Außenluft könnte schon zu viel für sie sein. Die entlaufene Miezekatze. Vortritt speichern? Ja. Und wir haben schon ganze 11 Rätsel. Der Villa. Der Villa. Was du alles hast? Ja, dann gehen wir doch mal des Draußens. Oh. Es tut mir so leid, Herr Professor. Ich, Matthäe, werde persönlich die Villa und den Garten absuchen. Ich wage kaum zu fragen, aber würden Sie vielleicht kurz im Dorf nach Claudia sehen? Gar nicht der Rede wert, mein Bester. Wir sind schon unterwegs. Und weg ist er. Da
ist die Katze, aber wir müssen mal gucken, vielleicht finden wir noch was anderes. Oh, ja, den Eingang. Professor, da ist sie. Joey stört das nicht. Oh, sie ist weggerannt. Es wäre lustig, wenn Joey darauf reagieren würde. Ja. Aber ich glaube, er ist müde. Ja, so wie er da liegt. Wir dürfen nicht aufgeben. Hinterher, Luke. Fangen wir sie. Essen wir sie. Da kannte noch keiner. Nee. Au, ouch, das brennt. Der Motor ist wohl hinüber. Das ist also St. Mystère, das Revier des altehrwürdigen Barons Augustus Reinhold. Ich frage mich, welche Schikanen der alte Bursche hier vor seinem Ableben noch hinterlassen hat. Der sieht aus wie der Cousin von Dr. Eggman, so ein bisschen. Mhm. Mit dem Schnauzer. Der hatte ja auch was mit Dr. Eggman am Hut. In dem dritten Teil. Ich finde, er hat so ein bisschen was von dem Cousin von Dr. Eggman und ein bisschen was von Dr. Wily. Sind aus einer Sippschaft. Ja, wahrscheinlich. Das ist Dr. Wildman oder Veggie. Eggie. Eggie. Dr. Eggie. Oh, Leighton, du alter Schnösel. Die Reichtümer, die du suchst, werden mir gehören. Ja. Gnähe. Wer macht denn Gnähe? Gruntilda, glaube ich. Hat unser lieber... Nein, hat er nicht. Oh, Sie sind es, Herr... Nennen Sie mich doch Ramona. Kann ich Ihnen helfen? Das können Sie durchaus, Ramon. Baronin Dahlias Katze ist soeben entlaufen. Haben Sie sie gesehen? Meinen Sie Claudia? Ich glaube, sie lief gerade eben hinunter in Richtung Dorf. Wenn das so ist, wünschte ich mir wirklich, wir hätten sie gar nicht erst entkommen lassen. Tap, tap, tap. Da ist der Typ schon wieder. Boah. Oh, wir kommen da rein. Das heißt, da gibt's... Hey, jetzt da gibt's Rätsel. Nach der Reihe. Okay. Sonst komme ich durcheinander. Jetzt reden wir erstmal mal mit dem, der hat nichts. Sucht da was? Ihr sucht doch was, oder? Ja, ich sehe das euch an der Nasenspitze an. Entschuldigen Sie, aber haben Sie eben zufällig die Katze von Frau Baronin Dahlia hier vorbeilaufen sehen? Dit rabiate kleine Pelzknäuel. Ich glaube, das ist zum Dorfplatz gerannt. In die Richtung da. Ich verstehe, danke sehr. Nicht der Rede wert, wenn nur alle Fragen so einfach zu lösen sind, wären. Na denn, bis später, Peter. Das ist ja eigentlich doch sehr nett, wer hätte das gedacht? Wollen wir zum Dorfplatz gehen? Und jetzt haut hier ab, sonst hau ich euch auf die Fresse. Sag ich ja, sehr nett, der Mann. Einverstanden, gehen wir. Oh, einen Moment noch, Luke. Luke 2. Luke. Werfen wir doch zuerst einmal einen Blick hinter die blaue Tür dort. Siehst du das? Sie steht einen Spalt weit auf. Wollen wir da mal hineinschauen? Siehst du, muss der Reinhard sein. Hinweismünze. Scheiden. Krimsuppe. Von Maggi Meisterklasse. Mhm. Was siehst du, wir haben kein Video gemacht beim Kochen dieses Mal. Wir haben ja auch nicht gekocht. Ah, doch. Dieser Stuhl ist auf eine gewisse Art sehr reizend. Und auch das Möbelstück darunter. Welcher Stuhl? In deiner Stadt ist eine neue Mehrzweckhalle gebaut worden. Alle möglichen Veranstaltungen wie Konzerte, Sportereignisse oder Kongresse sollen dort stattfinden. Da die Halle nun fertig ist, wird es Zeit, sie mit passenden Stühlen auszustatten. Die 5 Varianten A bis E stehen zur Auswahl, aber nur eine davon eignet sich wirklich dafür, ins Auditorium gestellt zu werden. Welche ist das? Und ich glaube, es war E, Entschuldigung. Ja, es ist auch E. Weil man es stapeln kann. Ja, stimmt genau. Von allen Varianten ist nur E stapelbar. In einer Mehrzweckhalle braucht man für jede Veranstaltung eine andere Menge an Stühlen und eine andere Aufstellung. Variante E ist am besten geeignet, weil man Stühle dieser Art auf geringster Fläche verstauen kann. Ich weiß aus RPGs, auch die anderen Stühle wären stapelbar gewesen.
Aber sie würden nach oben mehr Platz brauchen. Nein, ich meine, also im Beutel kann man die einfach stapeln. Ein Gemäldestück. Du Stück. So, da müsste mal irgendeine Münze schon wieder sein. Oder war das früher nicht so mit 3 pro Bild? Ich habe keine Ahnung. Hey, wir können sogar mehrere gleichzeitig. Nee, glaub ich nicht. Da war noch ein Rätsel. Sieh mal, mein Junge, diese erloschene Kerze hat ein Rätsel. Aber wie viele bleiben? Ach, das Ding. Das kenne ich noch. Hast du das erst gespielt kürzlich oder was? Das ist doch schon 15 Jahre her, dass man das gespielt hat. Aber das habe ich sogar noch gewusst, wie man es löst. Also. Im Esszimmer brennen 10 Kerzen. Das Fenster steht offen und der Luftzug löscht 2 der Kerzen. Als du später nochmal nachsiehst, stellst du fest, dass eine weitere Kerze ausgegangen ist. Daraufhin schließt du das Fenster. Angenommen, dass keine weitere der Kerzen mehr erlischt, wie viele Kerzen sind am Ende übrig? Ja, weiß ich nicht, worauf sie jetzt hinaus wollen. Entweder keine, weil ja irgendwann alle abgebrannt sind, unabhängig davon. Also, naja, warte mal. Also, irgendwann werden wahrscheinlich alle abgebrannt sein. Also, wenn man irgendwelche... Warte mal. Na stimmt, es wird nicht gesagt, dass man Kerzen nicht wieder irgendwann entzündet. Boah, falsch gestellt, das Rätsel. Also, aber... Also, ich könnte mir mehrere Interpretationen von dem Rätsel vorstellen. Ich weiß nur nicht, welche die jetzt meinen. Die Interpretation in diesem Rätsel ist, dass man nicht davon ausgeht, dass nochmal irgendwelche wieder angezündet werden. Also, ja, wie gesagt, je nachdem. Entweder... Ja gut, aber dann ist mir 3 am wahrscheinlichsten in dem Falle. Ja. Die 3, die ausgegangen sind, sind am Ende noch übrig, weil die anderen abgebrannt sind. Genau. Ja, stimmt, der fragt nicht, wie viele noch brennen, er fragt, wie viele übrig sind. Ja. Am Ende brennen... Wie viele brennen am Ende noch? Das wäre natürlich keine. Das wäre eine coole... Das habe ich ja überlegt, ob das gemeint ist im ersten Moment, dass das dann keine mehr übrig bleibt. Das wäre eine Aufgabenstellung für Leightons Mystery Journey gewesen, wo die Antwort ständig 0 ist. Ja. Oh, wie die aussehen. Wie. Aber da haben sie ganz schön auf. Ja. Gemeint, ne? Ja. Ausgezeichnet, mein Junge. Es ist wichtig, den Wald vor lauter Kerzen nicht zu übersehen. Was ist denn das für einer? Das ist doch. Den kenne ich doch. Der ist von. Hier. Der... Johnny Depp. Johnny Depp? Übrigens, oberer Bildschirm. Tom Selleck ist das. Tom Selleck in Magnum. Ah nee, der hat keinen. Der hat keinen Sohn. Nicht mehr da. Ja. Schade. Auf dem oberen Bildschirm war das gerade zu sehen. Oh, Rätsellöseanhänger. Was ist das denn jetzt? Kriegt man den nur, wenn man alle Rätsel gefunden hat dort? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wo die ganzen versteckten Rätsel dann immer sind. Hey, ihr beiden, würdet ihr mir helfen? Ich habe da ein Problem. Und was können wir für Sie tun, mein Herr? Irgendein Hanswurst hat die Brücke hochgekurbelt, als ich gerade Pause gemacht habe. Als ob das nicht schlimm genug wäre, hat sich der Ganove dann mit der einzigen Kurbel getrollt. Oh je, Sie wollen also sagen... Mpf. Ja, genau das. So ist es. Ja, das ist richtig, Günther. Bevor ich die Kurbel nicht wieder habe, kann niemand mehr das Dorf verlassen. Ich suche noch immer nach der vermaledeiten Kurbel, aber ich bin vor Wut ganz außer mir. Was für ein elender Tagedieb spielt anderen bloß solche Scherze. Ach ja. Typisch Andy, typisch Andy. Ich habe dieses Ding hier auf der Straße gefunden, als ich nach der Kurbel gesucht habe. Wisst ihr vielleicht, was das ist? Ein seltsames Bauteil. Auch das noch. Oh. Bauteile verfügbar, Koffer, Bauteile-Symbol. Ja. Zusammensetzen, bla bla. Was kam denn da noch raus am Ende? Ich weiß gar nicht mehr. Hund? Der Robohund? Uff. Der Robohund. Lass wieder hier draußen alles durchklicken. Professor, andere Farbe. Kletterpflanzen. Anderes Haus, haben hier. Oma Enigmas Rätselhütte. Von Oma Enigma. Tatsächlich. Ja, Tür, ich weiß nicht. Tür leider fest verschlossen. Wir können nicht darauf warten, dass sie aufgemacht wird. Kommen wir später nochmal vorbei. Ein Glockenton. Na gut, dann gehen wir doch erstmal rein. Da ist bestimmt irgendwo wieder ein verstecktes Rätsel. Es sieht so aus, als wäre das wahrscheinlich in... Oder da ist eine Hinweismünze.
Noch eine. Ah! Na gut. Möchtest du denn? Das ist das Rathaus. Welche Angelegenheit möchtet ihr beide hier vorsprechen? Wenn es sich um einen Umzug handelt, so benötige ich diesbezügliches Adressänderungsformular. Oh, keineswegs, mein Herr. Deswegen sind wir nicht hier. Trotzdem müssen alle Amtsträger die nötigen Formulare ausfüllen. Die Amtsträger? Amtsgänger auch. Ich empfehle zunächst dieses.